So, gehen wir einfach mal zum nächsten Spiel. Nach der schwachen Partie gegen Bremen. Jetzt das Rückspiel gegen Real Madrid. Ja, ich weiß nicht, bin leicht. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz euphorisch, weil ich mit einer richtig starken Mannschaft erwarte. Und ja. Ich mache mal, versuche mal Ribéry als Zehner. Das habe ich, das versuche ich manchmal online. Das mache ich wirklich immer. Ich will jetzt Ribéry immer als Zehner. Weil er noch schnell ist und dann Solo und so. Das geht besser. Und ich probiere es mal hier. Wenn es gut klappt, dann will ich ihn immer so einsetzen. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Weißt du? Also ein bisschen Probierphase. Also probieren geht über studieren. So. Endspielergebnis 2 zu 1. Wenn wir jetzt ein Tor schießen, dann haben die Real, müssen Real Madrid zwei Tore schießen. Um überhaupt erstmal Verlängerung zu schaffen und drei Tore, um ja weiterzukommen. Und drei Tore geht das, kriegen die schon hin. Schießt einfach mal Ronaldo von der Distanz und lassen wir es zu, wenn er schießt, dann haben wir ein Problem. So. Ja, Ronaldo. Genau so, genau das. So, gut. Und jetzt Ribéry. Guck, wie schnell er ist. Gut, Flanke und jawoll. Perfekt. Hat es schon mal gelohnt. Ribéry, schöne Flanke. Mandzukic. Ah, da hätte aber Cech raus, da hätte Casillas rausgehen müssen. So, 3-1, das heißt, Real Madrid muss zwei Tore schießen. Und erst die Verlängerung zu schaffen, das ist wird schwer. So. Und jetzt Thiago. Thiago. Schönes Solo. Gut. Lahm. Ja, auch eine dumme Idee, dahin zu flanken. So. Na. So, Mandzukic. Götze. Alaba. Platz. Aber was soll er machen, wenn Kanada steht? Dann schießt er einfach mal drauf. Und Eckball, da sind die Bayern ja auch gefährlich. Mit Mandzukic. Nochmal Eckball, oder? Nochmal Eckball. So. Und 2-0. Jawohl. Oh mein Gott. Muss der Real Madrid jetzt vier Tore schießen, um irgendwas weiterzukommen? Ha, das ist schwierig. Also 2-0 ist gut. Perfekt. 2-0 direkt schon, das hätte es mir mal im Hinspiel geglückt, ey. Aber. Ha, vielleicht war es mit Ribéry, mit Zehner. Doch keine schlechte Idee. So. Oh, Robben. Wenn ich mir denke, wie spannend das Hinspiel war. Und wie schlecht dann die Partie gegen Bremen dann war. Also das Spiel war klassisch. Also für mich ein Highlight. Also, wo ich wirklich unter Zugzwang stand und jetzt ist es 2 zu 1. Aber das stört mich noch nicht, weil wir sind immer noch weiter. Jetzt haben wir das Hinspielergebnis schon nach 17 Minuten wiederhergestellt. Jawohl. Gut. Uhr ticken. Wir haben noch die Uhr noch. So. Mandzukic. Oh, Kopfball. Nochmal ein Kopfball, aber wieder schön gemacht. Schön frei gespielt. Exakt, aber leider ein bisschen zu fest. Und auch etwas zu weit nach oben. So. Gut, was macht er nun? Nein. Ja, gute Chance. Ah, schade. Jetzt ein Spieler, dessen Namen ich nicht kenne. Oh. Jawohl. Oh, der wäre drin gewesen, wenn. Oh mein Gott, habe ich Glück gehabt. Der wäre drin gewesen. Oh Gott. Alter.
Was passiert jetzt los? Jetzt spielen wir wieder schwach. Ja, Mann, Zuckisch, du musst auch mal hinlaufen. Bringt mir nichts, wenn du Tor machst, wenn du hier unnötige Fehler machst. Die hier spielentscheidend sind, vielleicht. So. Und jetzt, Thiago. Gut. Schöner Wechsel. Götze. Oh. Nein. Jetzt wieder ein Konter. Durch Suarez. Und Ronaldo. Isco. Aber leider im Abseits. So. Gut. Schön von Lahm. Ah, schade. Cassius, okay, der Abschlag ist nicht ganz gelungen. So. Schweinsteiger. Oh. Jawohl, und. Oh, schön von Ribéry. Schade. Oh, zwei Spieler. Aber schön von Alaba. Also Alaba macht es momentan richtig stark. So. Gut. So, und jetzt. Jawohl. Schön. Und nach vorne. Richtung Mandzukic. Ah, schade. Schweinsteiger. Und raus. So. Gut. Nein. Jawohl. Gut. Gut, gut, gut. Jawohl. Jetzt Götze. Götze. Götze, schade. Aber 2-1 steht es immer noch. Und das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Real Madrid wünscht sich, dass es eher andersrum steht. Aber dann brauchen sie einen Mandzukic, der so kopfballstark ist. Obwohl, sie haben es auch mit Ronaldo, aber die brauchen nur solche Situationen. So. Und jetzt Robben. Ronaldo läuft mit. Und jawohl. Schönen Eckball rausgeholt. Also man sieht schon, hier ist wieder viel Kampf. Und jawohl, Mandzukic. 3-1. Also ich denke mal, die Sache ist gelaufen. Also 5 Tore. Das ist heftig. Also da braucht Real Madrid aber viele Tore. Und Mandzukic ist immer noch nicht fertig. Oh, Mandzukic. Jetzt versucht das immer mal mit spielerisch. Aber leider nicht geklappt. Also Mandzukic dreht hier richtig auf. Also das ist krass. Das ist krass. Das ist richtig krass. So, und Ribéry als Zehner. Kann man lassen. So. Gut. Jawohl. Götze nehmen. Alcantara. Naja. Halbzeit, Halbzeit, Leute. Halbzeit. Also hat Mandzukic gut gemacht. Und ja. Natürlich auch ein paar Fehler vom Cassius. Könnt ihr mal gucken. Die Spielerleistung. Ja. Mhm. Schlechtes Stellungsspiel, wo denn? Naja. Man sieht schon aber die Laufbereitschaft. Also, es läuft momentan ganz gut. Ja. Und 3-1, da brauchen wir nicht zu meckern. Das ist momentan sehr, sehr gut. Gut, Robben. Oh, Schweinsteiger, schade. Jawohl. Gut gekämpft. Ja, stark. Stark. Gut mitgeholfen von Robben. Also gut unterstützt. So, Alaba. Schade. Stark. Stark, 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 Leute. Stark. Weiter so.
Gut. Jawohl. Schön, Leute. So. Und lahm, schade. Gut. Ah, nein. Thiago, schade. So. Und jetzt Ikrarim. Oh je, 3-2. Aber das ist ja noch nicht brenzlig. So. Und wenn es so stehen würde, andersrum, wäre Bayern München trotzdem weiter. So. Gut, und Robben. Schade. Und jetzt. Ah, Schweinsteiger, aber schöne Parade von Iker Casillas. Und jetzt auf die Eckbälle aufpassen, Leute. Da haben wir einen Spezialisten. Mario Mandzukic. Und der schlägt mal wieder zu. Jawohl. Und der Kopfball. Alter, überragend von Mario Mandzukic. Und das nächste Tor. 4 Tore hat er gemacht. 4 Tore. Wer hat das mal gemacht? Robert Lewandowski, der nächste Saison zu den Bayern wechselt. Ja, ja. Zum Beispiel schade mit Mandzukic, wie es dann passieren wird oder so, aber ist auch nicht so schlimm. Und ich kann es auch verstehen, wenn man eine Ablöse frei hat, dann nutzt man es auch. Und ja, Ronaldo mit dem Schuss. Aber nicht ganz geklappt. So. Gut. Jawohl. Na, schade. So, und. Gut. Von. Ah, nein. So, und jetzt. Götze, schade. Gut. Götze. Götze. Und Robben. Schade. Schweinsteiger. So. Oh. Schade. Oh, Thiago, stark. Na? So, jawohl. Schweinsteiger. Nein. Schön. Bastian Schweinsteiger. Götze. Mandzukic. Gut. Ah, Götze. Schade. Ronaldo. Oh. So, jetzt Ronaldo im Duell mit Peter Cech und Peter Cech gewinnt. Sehr schön. Und Götze. Ah, schade. Ah, nein. So, und Mandzukic kämpft sich mal wieder einen Ball. So. Jawohl. Oh. Suarez und Ronaldo. Hat er dann nehmen können noch, der Kerl. Aber, tja. Weiterkommen ist eh unmöglich. Also ist schwer. Möglich ist es nicht, aber... Ja, wie willst du es dann hier noch drehen? Das ist mal eine große Frage. So. Jawohl. Was? Weißt du es, okay? Und Robben. Wunderschön. Oh, Thiago. Schade. Aber schön gemacht von Robben. Und Thiago, also Robben hat es mit Ecken. Also Robben hat es mit Standards. So. Oh, schön. Von Peter Cech. So, und Mandzukic. Ah, gut. Schade. Und Schweinsteiger. Schön. Also Schweinsteiger gefällt mir heute richtig gut. Richtig gut. Schön. Wieder von Schweinsteiger.
So. Gut, von Robben. So, Robben. Und Ribéry. Ah, schade. Da war Marcelo schneller. So. Oh, Thiago. Ja. Schweinsteiger. Jo. Und Şahin. Şahin. Nuri Şahin. So. Oh. Jawohl. Schön. So. Oh je, jetzt komm. Jetzt komm. Ribéry. Schade. Nee, Robben war das. Schade. Gut versucht. Aber leider nichts geklappt. Ja, hat Mandzukic wahrscheinlich wieder alleine entschieden. Aber immerhin zwei Siege. Das ist positiv. Kann man sagen. So. Und ja. Oh. Lante. Ja, 3-2. 4-3. Ist ja auch nicht schlimm. Aber trotzdem bringt das nichts. So. Ribéry. Ribéry hat Spaß heute. Und das war's, Leute. 4-3. 4-3. Und damit ziehen wir eine Runde weiter und hauen Real Madrid aus dem Viertelfinale. Bester Spieler war Mario Mandzukic. Ribéry hat aber eine bessere Bewertung verdient. Rom 8,0. Chelsea 7,1. Ja, klar. Ich meine, wie viel Zweikämpfe? 6 Zweikämpfe von nur Schweini. Okay. Manchmal noch viel mehr, aber. Naja. Immer eine Runde weiter. Milan hat gewonnen. Okay. Heißt, würde ich jetzt entweder gegen Barca spielen? Jo, oder Chelsea? Milan? Ja, das ist die Frage. Wen spiele ich jetzt? Da sind wir mal gespannt, wen ich im Halbfinale treffe. Aber das lädt. Es lädt.